Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe der Comic Cookies. Bevor es hier so richtig losgeht, ein bisschen Feedback nochmal an der Stelle. Und zwar hat uns über das Panini Forum haben uns zwei Kommentare erreicht, die ich jetzt erstmal an der Stelle vorlesen möchte. Und zwar zum einen vom User Dex, der hat Folgendes geschrieben: Der letzte CC-Podcast war sehr gut. Lediglich die Filmreview war unnötig. Das Gegiggel und die Lachenwitze haben mich persönlich nur genervt. Habe es mir deshalb auch nicht bis zum Schluss angehört. Ich kenne die alten Folgen mit Sepp nicht, aber er könnte ruhig öfter dabei sein. Grüße. Danach gibt es quasi als Antwort dazu einen Kommentar von Mr. Legacy. Und da schreibe ich so: Hochinteressanter Comic-Anteil. Die Filmkritik oder Review war schlicht keine. Spoiler hin oder her, aber als jemand, der den Film noch nicht gesehen hat, war die letzte halbe Stunde nullwertig. Es sei denn, man möchte wissen, welche Früchte in den Drinks des Kinos serviert werden. Aber das Feedback mit der zügellosen "Ich halte mein Mikro auf alles, was uns vom Thema wegbringt" statt tiefer rein Problematik bei dem gleichzeitig zutiefst sympathischen Steffen hatten wir ja schon öfter und ich möchte auch nicht drauf rumreiten. Soweit die Kommentare aus dem Panini-Forum. Lasst mich dazu noch Folgendes anmerken. Dex, erstmal danke fürs Feedback. Die alten Episoden mit Sepp kann man nachhören. In etwa bis Episode 25 war er ja regulär dabei. Auch wir hätten ihn sehr gerne häufiger dabei, was aber eben logistisch nicht so einfach machbar ist. Dafür sind die Episoden mit Sepp heutzutage eben dann ein besonderes Highlight. Jetzt komme ich zum Filmanteil und somit auch zum Mr. Legacy. Zunächst mal auch an dich ein herzliches Danke, vor allem für das zutiefst sympathisch, das kann ich nur zurückgeben. Wir sind natürlich sehr, sehr dankbar für jede Art von Feedback und auch für Kritik zu unserem Podcast. Vor allem eben, wenn das alles sehr konstruktiv gemeint ist. Mit der Kritik, die Mr. Legacy hier nun zum wiederholten Male anbringt und, nichts für ungut, aber damit reitet er eben dann doch drauf rum, irgendwie, bestärkt er aber das Feedback von Dex. Die Kritik ist mir nun nicht neu, also ich habe mich auch dazu schon des Öfteren geäußert in der Vergangenheit. Lasst mich einfach nochmal versuchen, meinen Standpunkt dazu deutlich zu machen. Ja, der Filmanteil war sehr unkoordiniert und wenig informativ. Letztlich stellt mich das dann immer vor die Entscheidung, bringe ich sowas mit rein in den Podcast oder lasse ich es draußen? Ich entscheide mich gerne dafür, es reinzubringen. Dass da mit solchen Inhalten nicht jeder was anfangen kann, habe ich längst verstanden. Das ist nichts Neues. Letztlich muss ich dazu sagen, es ist ein Zusatzangebot, das ich keiner anhören muss. Damit ihr als Hörer diese Auswahl optimal treffen könnt, mache ich mir die Mühe und pflege Kapitelmarken in die Episoden ein. Es gibt allerdings auch Hörer, die eben dieses Durcheinander in einem Podcast mögen. Letztlich lockert das Ganze auch so einen Podcast auf. Ich bin selbst jemand, der das bisweilen etwas unkoordinierte, ausufernde, auch mal vom Thema ablenkende als eine weitere Facette sieht, die ich mir bei einem Podcast wünsche. An der Stelle haben Mr. Dex und Mr. Legacy, nur um die beiden jetzt mal exemplarisch hier zu nennen, eben eine andere Ansicht, als ich die habe, wie ein Podcast aufgebaut sein soll. Das ist letztlich allerdings alles Geschmackssache. Es steht jedem frei, selbst einen Podcast zu betreiben, der seinen Idealvorstellungen entspricht. Dieser Podcast hier ist mein Hobby, an dem ich Spaß haben möchte, und da gehören solche Elemente eben einfach auch dazu. Ansonsten kann ich das auch irgendwann lassen mit dem Podcast. Es muss auch mir Spaß machen. Dass das Ganze eine Filmkritik oder eine Review sein soll, habe ich übrigens nie behauptet. Also
Irgendein Wort muss ich natürlich dafür finden, deswegen habe ich dann Besprechung gewählt, weil wir uns recht locker über den Film unterhalten haben. Ja. So weit, so gut. Das soll es erstmal zum Feedback sein. Und jetzt geht's dann richtig los. Cookies, Comic Cookies, lecker. Die Episode 62 jetzt aber richtig mit Steffen. Oh, ich stelle uns diesmal gegenseitig vor. Und dem lieben Breedstorm. Hallo. Mahlzeit. Wie war es im Ikea? Ja, also ich bei der Qualität war ich ja hinterher doch ein bisschen überrascht, dass es dann doch einigermaßen erträglich war, weil für uns war die Musik echt laut, aber ich sehe, die moderne Technik hat es einigermaßen gebannt, ja. Ja, gut, gut. Ja, so, wenn ich das so sehe, sieht es so aus, dass ich diesmal beinahe mehr gelesen hätte als du. Ja, das ist möglich, ja. Also auch das gibt es mal. Gut, dann würde ich sagen, fange ich auch gleich mal an. Und zwar mit dem, was der gute Sepp das letzte Mal noch erwähnt hatte. Wollen wir mal diese Tradition fortsetzen, dass wir die Teenage Mutant Ninja Turtles auch weiterhin erwähnen hier im Podcast. Zumindest, wenn es an Crossover geht, bin ich dann auf jeden Fall dabei. Und zwar hatte ich ja auch schon mal das Crossover mit Batman vorgestellt und diesmal ist es dann halt das Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles Crossover. Erschienen diesmal bei Dannybox. Kaum werden die Turtles erwähnt, holt der Breedstorm das Handy raus und fummelt dran rum und sucht nach, warte mal, was? YouPorn. Hier besprecht dein Zeug. Mach deine Arbeit. Es ist ein Fluch. Ich lasse mich halt zu gerne ablenken von anderen Sachen. Ja, ADHS nennt man das, glaube ich, oder? Naja, gut. Also, um was geht's? Ähnliche Rahmenbedingungen wie beim Crossover mit Batman. Also wer das schon gelesen hat, der wird hier einige Parallelen entdecken. Nämlich, dass es um die Begegnungen von Paralleldimensionen geht. Also die Ghostbusters, sehr deutlich angelehnt an die beiden Filme hier, leben in New York von einem Universum. Und die Turtles leben in einem New York eines anderen Universums. Und über ein Transportportal, was eigentlich nur zum Beamen sein soll, meine ich, gelangen die Turtles dann letztlich plötzlich in dieses alternative Universum, wo die Ghostbusters auf sie warten, mehr oder weniger. Und dort kann man mit denen erstmal auch nichts anfangen. Die werden erstmal für irgendwelche Dämonen gehalten, weil Geister sind es ja nicht, also sie haben ja eine feste Form. Und bis man dann aufgeklärt hat, nein, also wir jagen auch oder wir bekämpfen mehr oder weniger das Verbrechen, ihr bekämpft halt Geister. Und ein unschöner Nebeneffekt von diesem Dimensionswechsel ist halt, dass ein uralter Geist, eine Gottheit, aus dem alten Japan, dann halt auch mit in diese Zeit gewechselt ist oder in diese Welt. Und der beeinflusst dann erstmal Casey Jones von den Turtles und bringt ihn sozusagen auf seine Seite. Ja, kommen dann halt noch weitere Passanten dazu, die dann auch zu Dämonen umgewandelt werden und so weiter und so fort. Also das heißt, die Turtles unterstützen die Ghostbusters hier bei der Bekämpfung der körperlichen Dämonen. Das ist so das Crossover des Ganzen. Relativ einfach geschrieben, relativ einfach und locker. Jetzt nichts Tiefgründiges, wie bei den Turtles meistens zu erwarten. Aber macht Spaß, wenn man die Turtles-Filme gesehen hat oder auch die Ghostbusters-Filme gesehen hat. Das ist was für dich, Breedstorm. Ja, gut, Ghostbusters mehr auf jeden Fall als die Turtles, gar keine Frage. Für mich
ist es ja ein bisschen zu cartoonig im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet. Ja. Also die Gesichter sind sehr lang gezogen. Der Igen hat hier zum Beispiel ein sehr spitzes Kinn, also im wirklichen Sinne spitz. Ne? Während andere dann so ein mega breites Superman-Kinn dann letztendlich haben. Die Turtles sind ganz gut getroffen. Da, interessanterweise sind die weniger cartoonig als der Rest. Aber ich glaube, nee. Also war auch für mich eine relativ interessante Mischung, weil ich dann bei dem Zeichenstil natürlich am ehesten damit gerechnet hätte, dass man die Cartoon-Varianten der Ghostbusters nehmen würde. Aber tatsächlich bezieht sich es auf die Filmvariante der Ghostbusters. Ja, also zum Teil zumindest. Also es entspringt wohl auch einer IDW-Reihe der Ghostbusters, die es schon vor diesem Crossover gab und die sich halt mehr an dem Filmuniversum orientiert. Auch wenn gleich ein weiterer Charakter dazugenommen wird, der aus den Ghostbusters Zeichentrickuniversum stammt. Und zwar gab es in den 90ern irgendwann mal die Extreme Ghostbusters. Mhm. Und davon das schwarzhaarige Mädel, die Kylie, die spielt jetzt hier dann plötzlich mit. Aber nicht direkt als Ghostbuster selbst, sondern mehr so als Technik-Nerd, die einfach mit an den Sachen rumschraubt und entwickelt und so weiter und so fort. Ja. Ja, wie gesagt, erschienen bei Danibox. Ja. Finde ich schön, dass er das rausbringt. Mhm. Und 16,99 denke ich auch ein guter Preis. Ja. Vor allem, es gibt wieder die Digital Copy dazu. Und hat einen sehr umfangreichen Bonusteil dabei. Das wollte ich noch erwähnen. Also hinten dann wieder allerhand Sketches, Skizzen und auch ein bisschen Making-of dabei und so weiter und so fort. Ist wieder im Dani-Box-Format, das heißt ein Tick kleiner als das normale Panini-Trade. Mhm. Aber, wobei das auch nicht das normale Panini-Trade ist, mit dem du es gerade verglichen hast. Okay, aber also schon. Ja, ne? Ja. Ne? Ein Tick kleiner ist es. Und das ist allerdings auch kleiner als das normale. Also das ist selbst schon kleiner. Aber das stört bei den Zeichnungen, die jetzt nicht mega detailreich sind, auch nicht wirklich. Den Anhang hast du schon erwähnt. Da muss ich sagen, da sind Zeichnungen dabei. Natürlich sind es Pin-Ups, das ist klar. Aber die mir tatsächlich besser gefallen als das, was der Zeichner von dieser Serie, namentlich der Dan Schöning, gemalt hat. Muss ich sagen. Also das ist einfach mehr mein Stil, sage ich mal so. Das ist zum Beispiel Tristan Jones ist da, glaube ich, drin. Und in dem Stil hätte ich mir das dann vielleicht schon mal eher angeguckt. Ne? Also das. Oder Ozzy Fernandez ist hier drin. Also das ist mir alles Variant-Cover. Ja, das, ja. Ne? Aber das hätte mich jetzt vom Optischen her mehr an. Aber ich denke, für die Zielgruppe, die vielleicht viel mit den Cartoons auch sozialisiert worden sind, wie wahrscheinlich auch du, ist das vielleicht genau das Richtige. Ja, also der Zeichenstil an sich ist auch eigentlich genau meins. Allerdings kommt es hier alles sehr digital rüber. Also auch die Kolorierung und so ist halt so ein bisschen, also da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, aber okay. Es ist halt sehr, sehr viel digital dabei, das sieht man halt sofort. Ist aber trotzdem ein relativ interessanter Künstler, den ich auch schon vor einiger Zeit auf DeviantArt entdeckt hatte mit diesen Zeichnungen. Von daher, recht interessant für meinen Geschmack. Ja, bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es die Ghostbusters auch geben wird. Ich meine, ich hätte mal irgendwas gesehen, aber ich müsste jetzt nachfragen bei Jano, ob es die Ghostbusters demnächst auch gibt bei ihm. Wie gesagt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Du hast da auch was? Ja, ich habe da auch was. Und zwar habe ich zum Beispiel gelesen Empress, das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Ja. Das ist aber der neue Comic von Mark Millar. Mhm. Und gezeichnet hat das Ganze Stuart Immonen, den wir von diversen Marvel sehen, ich glaube bei Avengers und so weiter hatte gezeichnet seinerzeit, kennen. Und Empress, also die Kaiserin,
ist im Prinzip eine Space Opera. Also ich hab das gelesen und habe ich gedacht, ja, der gute Mark Millar, der hat sich dann irgendwann überlegt, ja, Saga ist eigentlich richtig geil. Sowas in der Richtung würde ich auch mal machen. der Vergleich wird ihm vielleicht nicht ganz gerecht, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ist tatsächlich jünger? Was? Empress? Ja. Ich meine schon, ja. Saga läuft ja jetzt schon geraume Zeiten. Jedenfalls ist da jetzt das erste Trade bei Panini rausgekommen und ich glaube, die US-Hefte sind jetzt passenderweise bei der Nummer 7 im Panini. In der Panini-Ausgabe ist zu Heft 6 drin. Und ja, Empress, also die Kaiserin, ist verheiratet mit dem Beherrscher der Galaxis. Und das ist so der typische Tyrann, Despot, wie wir ihn aus von Marvel DC kennen, Richtung Darkseid, so ein bisschen in die Richtung ist er drauf. Also das ist so der Diktator des Universums. Mhm. Und ja, als er mal unterwegs war in einer Kneipe, in einer Stripbar, hat er die gute Kaiserin kennengelernt, also die damals natürlich noch nicht Kaiserin war, und hat die einfach mal geehelicht. Und mit der auch drei Kinder produziert. Ja, also eine ältere Tochter und dann noch einen ja, so etwas jüngeren Sohn, der aber sehr technikaffin ist. Und dann gibt es da noch so wie so ein Säugling. Und ja, er führt ein hartes Regiment in der Galaxis. Ist alles so ein bisschen nach Brot und Spiele, so ein bisschen ist das Ganze aufgestaffelt. Es gibt so wie Gladiatorenkämpfe und ja, wer was gegen ihn sagt, wird halt umgemäht. Das ist halt so das System. Und ja, man beschließt oder die Kaiserin beschließt dann irgendwann zu sagen, ja, es gibt bessere Ecken der Galaxis, ich müsste vielleicht mal fliehen mit meinen Kindern. Und dabei hilft ihr ja sowas wie der Leibwächter, den sie da hat. Und ja, da gibt es ja eine Fluchtgeschichte ist im Prinzip durchs ganze Universum, weil der Herrscher der Galaxis lässt sich das natürlich nicht gefallen, dass einfach seine Frau abhaut. Man könnte dann meinen, er wäre irgendwie entmachtet und schickt natürlich sämtliche Truppen, die er irgendwie hat, hinter denen her. Und die Fliehenden haben natürlich die große den großen Vorteil, dass die einen Teleporter irgendwann dabei haben. Also der Leibwächter, der hat Freunde aus alten Zeiten, die ihm noch Gefallen schulden. Und diese, einer ist so ein ja, kleinwüchsiges, grünes Wesen irgendwie, der hat wiederum weitere Freunde und mit dessen Hilfe können sie natürlich sich teleportieren. Es hat nur einen gewissen Nachteil, der Teleporter muss quasi sehen, in welche Richtung er teleportiert. Wenn da irgendwas dazwischen ist, zum Beispiel wenn er unterirdisch ist oder sowas, dann kann er nicht teleportieren. Er kann aber komplett auf andere Sterne. Also technisch hat sich mir das Ganze auch nicht ganz erschlossen, aber es eröffnet natürlich bei einer Flucht sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und eigentlich denkt man dann ja, so eine richtige Chance hat er ja eigentlich dann nicht, die irgendwie zu holen. Doch hat er, weil er ist ja der Herrscher der ganzen Galaxis. Und das ist ein ziemlich interessanter Trip durch dieses Universum mit Begegnungen mit allen möglichen Aliens und natürlich kommt dann auch gleich der Verdacht von der ältesten Tochter, dass die Kaiserin was mit dem Leibwächter hat und dass sie deswegen fliehen. Und im Laufe der Handlung wird das Ganze dann so ein bisschen aufgedröselt, aber Band 1 ist eigentlich mehr oder weniger in sich abgeschlossen. Also es ist ein Handlungsstrang. Mhm. Am Ende wird aber mit einem super Cliffhanger ein neuer Handlungsstrang dann eingeläutet, der jetzt halt noch nicht fertig ist. Aber man kann dieses Ding auf jeden Fall so, wie es ist, auch lesen und könnte jetzt sagen, okay, jetzt lege ich es zur Seite, dann werde ich vielleicht nicht die letzte Frage, die jetzt neu aufgeworfen wurde, aber der Handlungsstrang an sich ist somit erstmal abgeschlossen. Mhm. Und da hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es würde mich freuen, wenn das Ding weitergehen würde, weil ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Serie. Auch wenn sie nicht
ganz so abgefahren ist wie Saga. Also ich weiß nicht, ob er es bewusst vermieden hat, ähnliche Sachen, ähnliche abgefahrene Kreaturen, wie zum Beispiel diese Spinnenfrau oder den Herrn mit dem Monitor auf dem Kopf von Saga zu benutzen, sondern klar, natürlich eine Menge Außerirdische, aber jetzt eher so ja, Cantina-Bar-Level, so in der Richtung. Also nicht ganz über, drüber Aliens, sondern einigermaßen geerdete Geschichten. Und ja, bin gespannt, wie es mit dem Ding da weitergeht. Und auf jeden Fall eine Empfehlung. Natürlich, wie alles, was Mark Miller irgendwie momentan anfasst, ist das Drehbuch schon verkauft. Ja, also da wird auf jeden Fall was kommen. Das müssten ja viele Filme kommen jetzt. Ja, ist die Frage halt immer wann, aber das ist ein Stoff, der sich da sehr gut für eignet. Also man könnte das so ein bisschen, ja, in Richtung Guardians of the Galaxy könnte man das Ganze auch so ein bisschen aufziehen. Auch da gibt es universumsmäßig gewisse Parallelen, aber es ist was Eigenständiges und es hat mich super erfreut. Also wirklich, das ist ein Ding, das kann ich jedem in die Hand legen, der sich für das Genre begeistern kann. Das ist auf jeden Fall. Immonen ist klar, sieht gut aus, gar keine Frage. Ja. Passt alles an dem Ding. Wo erschien auf Deutsch? Panini. No? Was hat denn der Steffen noch gelesen? Ich sehe schon wieder Disney-Content hier. Siehst du wieder Disney-Content? Ja gut, dann, wenn du es jetzt schon erwähnt hast, machen wir da mal weiter. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit gekauft die deutsche Ausgabe zu Mickey's Craziest Adventures. Und zwar ist das ein Band, das spielt so ein bisschen in diese Hommage-Schiene rein, die jetzt gerade läuft. Und zwar gibt es ja bei verschiedenen Figuren, also bei Lucky Luke hat man es ja schon. Und da gibt es das auch von Disney. Und diesen Band hat gestaltet Louis Trondheim, der hat es geschrieben. Und Keramidas hat es gezeichnet. Genau. Und der Aufhänger ist an dem ganzen Ding ist so ein bisschen, man nimmt so ein ganz gewöhnliches Abenteuer von Mickey Mouse, also in dem Fall ist es halt, ein Stromstrahler wird gestohlen und das ist so die Ausgangsbasis und setzt dann immer noch einen drauf, on the top, immer noch einen drauf und so weiter und so fort. Und zwar wird das Ganze garniert damit, dass das so aufgemacht ist, dass das Zeitungsstrips sind, die beiden, also hier dann fiktional, so wird das erklärt, auf einem Flohmarkt entdeckt haben. Allerdings fehlen immer so ein paar Ausgaben dazwischen. Und das heißt, die Handlung wird also vorangetrieben. Man erfährt halt manchmal echt zwei, drei Kapitel zusammenhängend, was da jetzt passiert. Aber dann fehlt wieder ein Stück. Und da muss man dann seine Fantasie einsetzen, um sich erklären zu können, was denn da jetzt passiert sein könnte in diesem Stil. Ja? Und auf dem Cover sieht man schon Mickey Mouse und Donald Duck inmitten von jede Menge Monster und Fantasievölkern wie Atlantana und so weiter und so fort. Ja? Und und so spielt sich das Ganze auch ab. Also es spielt sich im Urwald ab, es spielt sich unter dem Meer ab, es spielt sich dann plötzlich im Weltall ab, in der inneren Erde und so weiter und so fort. Also da werden alle Klischee-Schauplätze bedient. Und es ist auch kein typischer Mickey-Maus-Band in dem Sinne, weil Mickey Mouse hier einfach nicht der Strahlemann Mickey Mouse ist, der immer so ist bei den aktuellen Comics, sondern er ist jetzt zum Teil schon ein bisschen Badass-mäßig unterwegs und zeigt sich auch mal von seiner etwas, nicht fieseren Seite, aber wie sagt man das? Also etwas hinterhältigeren Seite. Ne? Ja, und das ist auf jeden Fall ein Band, den ich durchaus empfehlen möchte, weil er rundum Spaß gemacht hat. Also es ist allein die Geschichten, die jetzt bekannt geworden sind, in Anführungszeichen, gewürzt mit dem, was man sich dann halt selber dazu denken muss, ist das echt eine wunderbare Geschichte. Also die macht Spaß von vorn bis hinten. Es ist auch so ein bisschen das Feeling transportiert worden im Optischen, dass es halt so Zeitungs-One-Pager sind.
und mit allen Elementen gespielt. Es gibt dann irgendwann auch mal zwischendrin was, genau, Britzlam hat es gerade, wo dann mal ein Stück rausgerissen ist oder abgerissen wurde, optisch zumindest. Und ja, das ist einfach phänomenal. Also es macht richtig viel Spaß. Es ist ein bisschen dynamischer gezeichnet. Also die beiden Figuren, wie gesagt, sind sehr, ja, sehr, sehr nah an den ursprünglichen Cartoons orientiert, zum Teil. Aber auch wiederum von den Klamotten her doch dann wieder, oder auch von den Augen her dann doch wieder relativ modern. Also es ist eine gesunde Mischung aus beiden und ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es treibt sie in Fantasiewelten und noch und nöcher und es gibt dann Monster und Figuren, die dann richtig rausgearbeitet sind im Gegensatz zu den beiden. Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Es gab dann auch einen zweiten Band jetzt in der ersten Welle. Das war die Silly Symphony auf Englisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben. Ich glaube, die mysteriöse Melodie oder so. Der sich auch optisch sehr am ursprünglichen Stil orientiert. Allerdings war der mir so ein bisschen zu statisch gezeichnet. Das war überhaupt nicht so mein Geschmack. Und da das Auge auch so ein bisschen mitspielt, ja, mal gucken, den werde ich mir dann vielleicht irgendwann mal die englische Version holen oder, ja, weil die Bände, das muss man dazu sagen, die sind auch nicht gerade günstig, kostet dann schon 30 Euro so ein Band. Ja. Und im Herbst wird es dann aber nochmal zwei weitere geben, auf jeden Fall, und ich weiß nicht, wie das noch weitergeht, ob da noch mehr Hommage-Bände rauskommen. Ja, vielleicht die beiden im Herbst, die sahen wieder ganz interessant aus. Also mal gucken, da werde ich dann auch einen Blick reinwerfen und vielleicht dann drüber sprechen. Was sagst du denn dazu jetzt beim Durchblättern? Ja, Disney ist ja eigentlich nicht so meine Baustelle, aber das hier gefällt auf den ersten Blick. Mickey und Donald sind hier sehr... ja, ungewöhnlich gezeichnet. Es gibt ja genaue Vorschriften, wie die auszusehen haben, und die sind hier nicht eingehalten worden. Ja, also da war Disney nicht so restriktiv, wie es bei den ganzen Italienern, die sie zeichnen, sind. Ja. Ne? Da sieht ja wirklich einer aus wie der andere letztendlich. Mehr auch natürlich mit Einschränkungen, aber ja, du hast gesagt, Mickey ist hier ein bisschen fies unterwegs, und das, ich sehe bei ihm auch teilweise Gesichtsausdrücke, die man sonst nicht so oft bei ihm sieht. Ja, das ist schön gemacht. Dies, ja, der Druck, hast du schon erwähnt, dass es den Guck haben soll vom Zeitungspapier, ist es aber aufgedruckt. Ja, also diese Holzfasern, die im Zeitungspapier sind, die sind, die, wenn man drauf guckt, sieht es so aus, als wäre es Zeitungspapier, aber es ist halt tatsächlich, ja, es ist drauf gedruckt worden. Das heißt, die Seiten sind immer komplett gedruckt worden. Sie haben aber auch ein sehr klassisches Design bei Nebenfiguren bewiesen. Zum Beispiel der Kommissar, der sieht hier 1:1 aus, wie man in den alten lustigen Taschenbüchern sehen würde. Und auch diese Figur, deren Name ich nicht kenne, ein alter bärtiger Mann. Ja, so alter Professor-Typ, ich weiß jetzt aber den Namen. Der taucht aber auch in älteren Geschichten sehr, sehr oft auf. Also ein dicklicher, bärtiger Mann. Das ist eine bekannte Figur, ja. Ja, also gut, wenn der Steffen den Namen nicht weiß, dann ist es keine Schande, ihn nicht zu wissen. Da sind sie sehr, sehr nah dabei. Und ja, 29 Euro finde ich allerdings relativ heftig halt. Ne? Ja. Also okay, es mag Disney draufstehen, aber letztendlich ist es auch 47 Seiten oder 48 Seiten. Alter, Hardcover, ist schön, auch mit Stoff am Buchrücken und so weiter. Ein bisschen mit Spotlack, ein bisschen, allerdings nur. Aber 29 Euro, das ist, da kriegst du normalerweise schon die ersten Integralausgaben mit drei Alben drin oder sowas. Ne? Und ist damit sicherlich, richtet sich stark an Liebhaber. Also das nimmst du nicht einfach mal so am Kiosk mit halt für 29 genau. Euro. Ne? Das, na gut, Keramides. Kennst du sonst noch irgendwas von ihm?
Jetzt so ad hoc nicht, nee. Okay. Also der Name sagt mir was, aber ja. Ja. Sieht wunderschön aus, wirklich wie in so einem alten Cartoon auch so ein bisschen. Ich hatte erst ein bisschen gedacht, naja, schade, dass der Trondheim das nicht selber gemacht hat, aber das hatte Keremidas hier sehr gut hingekriegt. Also das, das feines Ding, kann man mal machen, ne? Ja, ich wollte gerade noch eine Empfehlung, das war wirklich nur eine Empfehlung. In dieser Woche ist rausgekommen das LTP Sommer 7. Da geht meine Goofy der Reporter-Geschichte weiter. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. So. Deine Goofy der Reporter-Geschichte? Ja, die ich immer so empfohlen habe. Ach so, ich dachte, du hättest da irgendwie mitgewirkt. Nein, nicht gemacht. Nein. Ich hatte schon Sorge, dass ich Goofy der Reporter. Okay. So, von deinen... Ein Herzenstück quasi. Ja, wie auch immer, wie dem auch sei. Von deinen anthropomorphen Tieren zu meinen, ja. Ich habe mir geholt Contra Natura mit dem etwas seltsamen Titel Tierisch-Menschlich unten drunter. Mhm. Band 1, das Erwachen von Mirka Andolfo. Und ja, wenn man das Cover so sieht, da sieht man, wenn man es nur im Vorbeigehen sieht, dann nimmt man das gar nicht wahr, dass das mit Tierfiguren da gespielt wird. Ne? Weil das ist eine sehr kurvenreiche junge Dame auf dem Cover. Die hat auch so ein paar Sommersprossen, hat auch ein bisschen blaue Haare. Man sieht, dass da hinten was Krallenartiges die festhält. Ne? Aber wenn man das Bild so sieht, dann denkt man noch nicht, ja, das könnte jetzt auch aus Entenhausen stammen. Ne? Wir sprechen jetzt übrigens von der Regulär-Cover-Ausgabe. Beim Variant-Cover sieht man es dann deutlicher. Ja, das... Ne? Zur Ergänzung. Ja, das Variant-Cover hat Manara gestaltet. Aha. Und ich glaube, das war das anlässlich Münchens. Ja. Da hat er natürlich mal Nara das gezeichnet, was er am besten zeichnen kann, nämlich weibliche Anatomie. Ne? Da wird es in der Tat deutlicher, aber das Rätsels Lösung ist, die junge Dame ist eigentlich ja ein Schwein oder eine Sau, muss man dann eigentlich sagen. Die Nase ist hier so ein bisschen nach unten gerichtet, deswegen sieht es nicht so steckdosenmäßig aus, wie es vielleicht in der Disney-Variante sehen würde. Aber die anderen Tiere in dem Band, da sieht man es doch sehr, sehr deutlich, wie die so aufgestellt sind. Also es gibt Leute, die sehen aus wie ein Schimpanse, so ein bisschen im Gorilla-Style, weißt du, aus dem Gorillas-Video? Stimmt, ja. Eine Maus, Eichhörnchen, ein Schaf, ist alles dabei. Koala-Bären, also die gesamte Tierwelt ist da irgendwie vertreten. Ziegenbock, Krokodile. Also wir leben in der Stadt, wo jedes Tier durchaus angezogen durch die Gegend läuft. Und ja, jede Tierart kann Berufen nachgehen. Also es ist sehr analog zu unserer Welt, aber zu den Unterschieden kommen wir gleich. Der Steffen hat sich nämlich gemeldet, ja. Ich habe eine Frage, eine sehr intelligente. Und zwar, nutzt du das Buch, um mit deinen Kindern Tierraten zu üben? Nein. Was schon? So, worum geht es? Worum geht es? Also beschreib mal die erste Seite, was du da so siehst. Da sitzt eben jenes beschriebene Schweinemädel nackend da, halbnackend, hat noch einen Schleier über den Kopf und lässt sich dann im letzten Panel letztlich irgendwie von einer klauenartigen Hand an das weibliche Primärmerkmal fassen. Ja. Die erste Seite hast du gesagt. In der zweiten, ja gut, da kommt es ein bisschen, wird es ein bisschen deutlicher, von wo die Klaue kommt. Das ist ein wolfsähnliches Typus, würde ich jetzt sagen. Und ja, da kommt es dann schon mehr oder weniger zum Coitus, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Ja, der Steffen ist jetzt ein bisschen aufgeregt geworden. Das kenne ich bei Goofy nicht, Mensch. Ja.
Wenn das die Minimaus und der Kader Karl, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, also das, die ersten zwei Seiten sind komplett ein Traum von der jungen Dame. Und zwar ist das die Leslie. Die Leslie sieht man hier, hat zum Beispiel in ihrer Steckdosennase, was man auf dem Cover nicht so sieht, hat zum Beispiel auch ein Piercing, wird geweckt von ihrer Freundin, die sie an die Arbeit schickt. Und so richtig motiviert ist sie halt nicht, weil ihr Chef ist halt wirklich ein Arsch. Aber in der Welt, in der die leben, muss man ja, muss man quasi nehmen, was man kriegt. Mhm. Und ja, sie hat da relativ wenig Möglichkeiten, sich einen anderen Job zu suchen, auch wenn sie ihren Chef nicht leiden kann, der ihr immer Avancen macht. Mhm. Wie gesagt, sie ist sehr, sehr weiblich gezeichnet. Manchmal mit, ein bisschen überweiblich. Ja, mit sehr deutlichen Rundungen. Also das ist kein Magermodel, sondern das ist durchaus schon sehr weiblich einzustufen, was wir hier sehen. An der Arbeit muss sie auch ihr Bedienungskostüm tragen, wo dann natürlich alles rausquillt, was ihr Chef natürlich wohlwollend zur Kenntnis nimmt, auch wenn sie seinen Avancen nicht so ganz nachkommen will, aber trotzdem freundlich zu ihm sein muss, weil er hat ihr Leben halt dadurch mehr oder weniger in der Hand. Wenn sie da nicht arbeiten würde, dann könnte sie nicht existieren. Was ist denn ihr Job? Da denkt man die ganze Zeit, sie bedient in so einem Themenrestaurant. Da hört es dann aber auch schon mit dieser, was weiß ich, sexy, hexy, Klischee-Tiergeschichte auf, zu der man vielleicht, wenn man das Manara-Cover gesehen hat, denkt, dass es kommen wird, sondern wir wenden uns deutlich ernsteren Themen zu. Ja? Denn in dieser Welt ist nicht alles so, so glücklich, wie das alles ausschauen mag. Also sieht auch kunterbunt aus, die Serie. Aber sie fängt dann das Gespräch mit Kollegen an, der halt Ziegenbock-mäßig aussieht. Und man denkt am Anfang so, na, ob das vielleicht so ein Pärchen ist oder werden könnte. Eher nicht, weil der gute Mann ist schwul. Das kommt in dieser Gesellschaft da aber nicht so gut an. Also das ist da strikt verboten, Homosexualität. Mhm. Und was weiterhin noch verboten ist, man darf nicht sich paaren mit Tierarten aus anderen, also mit anderen Tierarten, im Prinzip mit anderen Rassen. Ne? Und um das Ganze zu verhindern, gibt es zum Beispiel auch so ein Programm von der Regierung, wo man, wenn man ledig ist, irgendwann verkuppelt wird. Also die besorgen dir dann wirklich so einen Partner und mit dem musst du dann daten. Und da gibt es richtig wie so ein Wedding-Planner, der die junge Dame dann so ein bisschen aufstylt und die dann zum Date führt. Ja, und natürlich hat sie da keinen Bock. Sie würde da sich selber gern lieber wen aussuchen und sie hat halt diese Regierungsbevormundung satt, dass sie sich nur aussuchen darf, mit wem sie zusammen sein möchte. Und das Ganze mündet dann darin, dass sie alle möglichen Klamotten anprobieren muss, dass sie ja so einen gewissen Verhaltenskodex bekommt. Sie muss einen Belastungstest machen, alles für dieses Date. Und dann trifft sie diesen Kerl, der natürlich auch ein Schwein ist, also in dem Fall natürlich ein Eber. Und er sieht halt mega gut aus. Und es passt alles irgendwie. Also er ist wirklich... Aber ab einem gewissen Punkt des Gesprächs wird klar, es ist dann halt zu gut. Ja, also das, ja, es steckt noch sehr, sehr viel drin in dieser Handlung. Was auf dem ersten Blick, wenn man nur wirklich nur das Cover sieht, mit der wohlgeformten Dame und so weiter, gar nicht so rauskommt. Und das ist aber durchaus nicht der Schwerpunkt, sondern es geht ganz klar darum, Analogien zu bilden zur Gesellschaft, sei es im Bereich Homosexualität, aber auch ja, Pärchenbildung in unterschiedlichen Rassen oder sowas ist hier sehr, sehr deutlich angesprochen. Und dann kann man einiges zurückleiten auf die aktuelle Gesellschaft. Und der Traum, den du so schön beschrieben hast am Anfang, der zeigt auch sehr, sehr deutlich, dass da noch was,
ja, in ihr drin ist, was da raus möchte. Also sie weiß nicht so ganz, sie träumt ja von diesem weißen Wolf, der sie da verführt und ja, das ist ja eigentlich hochgradig illegal, ne? Das geht offiziell halt alles überhaupt nicht. Und aber das ist halt, wird rauskommen, ist halt auch noch mehr als ein Traum. Ne? Ist eine sehr schöne Atmosphäre. Auch wenn die natürlich komplett unter Überwachung steht und alles Mögliche versucht, um den Typen dann zum Schluss loszuwerden. Und ja, macht aber sehr viel Spaß. Und ja, also für mich wirklich eine Überraschung, dieser Band. Ja, die Mirka Andolfo ist eine junge, ist das Italienerin oder was war das? Die auch aus diesen. Ja. Hat schon einiges gezeichnet. Miss Marvel, Bombshells ist auch so eine Serie, wo es auch drum ging, möglichst gut aussehende junge Damen. Gerade bei Bombshells ist es auch sehr die Optik in den Vordergrund gerückt gewesen, hat mit seiner Zeit ja auch gesprochen, hat aber super gepasst hier. Also das ist, ich glaube, sie hat sich irgendwie, noch assistieren lassen, aber groß. Bombshells, ne? Ja. Ist hier gemeint, glaube ich, oder? Ja. 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 Bombshells. Und ja, also mega, mega spannend. Und ja, genau, Farbassistenz hat sie in Gianluca Papi. Aber sonst hat sie das ganze Ding selber gemacht und ist also mega gut. Also hätte ich so nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, so mittelmäßig unterhalten zu werden. Es ist noch nicht ganz auf dem Black Set Level, ne, um mal einen Genrevertreter aus dem Bereich da irgendwie reinzuholen. Aber es geht schwer in die Richtung, auch wenn Black Set für mich noch der bessere Comic ist, unterm Strich. Aber ich sag mal, wenn ich bei Black Set bei 9 von 10 bin oder sowas, dann wäre ich hier schon bei einer 8. Also es ist, wer da dran Spaß hatte, würde es hier durchaus auch haben. Ja. Gut. Ja, ist auf jeden Fall für mich mal ein Blick wert. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Weg von den anthropomorphen Tieren. Anthropomorphen Tieren. Ich sollte die Wörter lassen, die ich nicht aussprechen kann. Na gut, kommen wir zu was völlig anderem, nämlich Batman Little Gotham. Wie der Titel schon sagt, handelt es von Batman und einem kleineren Gotham, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen möchte. Im Grunde ist das Ganze eine cartoonhafte Herangehensweise an das ganze Batman-Universum. Also die Batman-Figuren, die Batman-Familie wurde hier einiges ja niedlicher dargestellt im Grunde. So möchte man es vermuten. Oder so möchte ich es erwähnt wissen, weil es ist halt schon klar, dass Batman und Co. halt Erwachsene sind. Ja? Weil Robin auch der Sohn von Batman und so weiter und so fort. Allerdings in einer sehr niedlichen Variante dargestellt von, bitte sprich diesen Namen aus, weil ich kann das nie aussprechen. Dustin Nguyen? Dustin? Nguyen? Ja. Das ist, glaube ich, ein thailändischer Name. Genau, ja. Ich habe immer so ein bisschen Problem mit diesem Nachnamen, der wohl wirklich nicht so einfach auszusprechen ist. Den kennt man ja auch schon von der ein oder anderen Batman-Reihe, die er da gestaltet hat oder mitgestaltet hat. Und ja, das Ganze bezieht sich jetzt hier in dieser cartoonhaften Variante, die auch sehr locker dynamisch gezeichnet ist. Ich würde jetzt mal sagen, mit ganz wenigen Outlines und dann sehr vielen Markern und so weiter und so fort, bezieht sich das in jedem Heft, in jedem US-Heft auf einen US-amerikanischen Feiertag. Oder zumindest auf einen Feiertag, der in den USA gefeiert wird. So, ja, also St. Patrick's Day ist zum Beispiel mit dabei. Ist eigentlich ein ursprünglich irischer Feiertag, wird aber trotzdem gefeiert in den USA. Mittlerweile ja auch bei uns. Und von daher, also zwar nicht so als voller Feiertag, dass man da frei hätte oder so, aber ja, immerhin. Ja,
Und wie gesagt, deswegen ist es etwas, naja, gewöhnungsbedürftig, die Optik. Das muss ich dazu sagen. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, okay, um was geht's denn jetzt eigentlich genau? Sind das alles Kinder? Ist das, weil sie doch so gestaucht dargestellt sind? Oder wie ist das gedacht? Aber im Endeffekt kommt raus, es ist halt, eine cartoonisierte Variante des ganzen Batman-Universums. Geht natürlich mit den ganzen Themen um einiges lockerer um als der reguläre Batman. Für jedes Heft der Aufhänger, wie schon erwähnt, ein Feiertag. Und dazu passen dann die entsprechenden Charaktere so ein bisschen mit versucht zu weben, wie man jetzt zum Beispiel bei Muttertag, der trifft dann halt Damien zum Beispiel auf seine Mutter Talia. Oder Vatertag wird dann groß gefeiert von Barbara Gordon und ihrem Vater, dem Commissioner, und so weiter und so fort. Ja. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man mal reingucken. Ist bisweilen sehr witzig. Und wird wohl auch noch fortgesetzt. Also es soll jetzt der erste Band sein. Hinten steht was drin, dass es noch weitergehen kann. Schauen wir mal. Zur Publikation selbst. Es ist in einem etwas kleineren Format rausgebracht worden als das reguläre US-Format. Und zwar in der Größe, wie auch schon die Batman Adventures vor ein paar Monaten erschienen waren. Und das Papier ist auch jetzt nicht so das Glanzpapier, sondern das ist so ein bisschen raueres, matteres Papier. Und ist so eine, sagen wir mal, so eine Trade Paperback Prestige Ausgabe mit, ja, wie würdest du denn jetzt das Cover bezeichnen? Das ist so ein bisschen so, ja, wie man es von diesen alten Prestige-Heften kennt, so ein bisschen, ne? Ja, eigentlich fast schon so wie ein gebundenes Buchcover eigentlich. Mhm, aber trotzdem noch soft. Ja, aber auf dem Umschlag ist das Innenteil quasi auch noch einmal aufgeklebt. Mhm. Also ist nicht aus einem Stück, also schon, aber immer noch so soft zum Drehen. Ja, also hat man auch noch nicht gesehen, so dieses Format. Ja doch, wie gesagt, bei Batman Adventures gab es das schon. Das habe ich digital gelesen. Ja. Okay. Ja. Was sagst du denn zu den Zeichnungen jetzt? Also, wie gesagt, das sind Nguyen. Nguyen. Ist eigentlich eher für mich so ein Zeichner, der relativ statisch zeichnet normalerweise. Und hier hat er sich jetzt tatsächlich ein bisschen austoben können. Und das ist doch im Gegensatz zu dem, was ich sonst von ihm kenne, doch einiges dynamischer. Ja, also mein erster Gedanke war, irgendwie Scotty Young haben wir nicht gekriegt. Jetzt soll einer so ein bisschen was in die Richtung machen. Also, schon sehr cartoonig, sind ein paar schöne Hommagen drin. Hier ist zum Beispiel eine halbe Seite, die ist nachempfunden Frank Miller, die er bei The Dark Knight schön gezeichnet hat. Ja. Das ist gelungen. Meins, muss ich ganz klar sagen, meins ist es nicht. Ja. Ich hätte die Sorge, dass die Handlung da zu sehr im Hintergrund steht, um einfach der Verniedlichung Platz zu machen, so wenn ich das beim ersten Mal sehe. Ich weiß nicht, wie ist da dein Empfinden? Ist es was du handlungsmäßig auch gut fandest, oder ist es jetzt nur, weil es niedlich aussieht? Ne, er macht hier, gerade bei den Jüngeren macht er gern so schön runde Köpfe und sowas, so ein bisschen wie Young das vielleicht auch gemacht hätte. Die Älteren sind dann schon ein bisschen kantiger. Er baut sehr, sehr viele Figuren ein, die man so kennt. Also nicht nur Batman und die gesamte Robin-Gefolgschaft, sondern auch Huntress, Barbara Gordon hat er alles eingebaut. Das alles sieht nicht schlecht aus, aber es würde mich jetzt nicht reizen, das Ding zu lesen. Na, kurz mal durchblättern, sagen, jo, nice, aber weiß ich nicht. Überzeug mich. Überzeug dich. Ich kann mir nicht überzeugen. Nein, das ist, was ist die Rahmenhandlung? Also ist, wie gesagt, man muss, also vorausgesetzt ist natürlich, dass jeder die Figuren so ein bisschen kennt und weiß, wo kommen die her und in welchem Verhältnis stehen die zueinander und so weiter und so fort.
Und das ganze Setting hat man jetzt aber von ganz anderen Hintergrund transportiert. Also das heißt, wie gesagt, eingebettet in diesen Feiertagskontext dreht sich natürlich vieles auch um diese Feiertage selbst oder wie damit umgegangen wird. Und das ist natürlich dann eher so eine Art humorvoller Umgang damit, beziehungsweise auch ein Slapstick-Format, wenn man so möchte. Also das ist halt, wie du schon festgestellt hast, nicht nur cartoonisch gezeichnet, es spielt auch vor dem Hintergrund. Also es ist, wir nehmen jetzt bekannte Figuren und setzen die einfach vor einen nicht zu ernst zu nehmenden Hintergrund. Ne? Das ist das Konzept bei der ganzen Geschichte. Holst du den nächsten Band auch? Sehr wahrscheinlich, ja. Er hat mich schon sehr gut unterhalten. Und es ist halt so, dass es mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Figuren zulässt. Ne? Also es ist, ich würde es am ehesten noch vergleichen mit der 66er Batman-Serie, wo das Ganze so ein bisschen auf humorvolles Level getrimmt ist. Wobei das hier nie so in dem Sinne so richtig albern wird, sondern ja, also schon das aktuelle DC-Universum aufgreift, wie es ist, oder das Batman-Universum vielmehr, und dabei dann diesen humoristischen Hintergrund setzt. Okay. Ja, weil du dieses eine Panel erwähnt hattest, was dich da an Dark Knight erinnert hatte. Das gibt es auch in I Hate Image, einen Comic, den ich ganz kurz empfehlen möchte, weil es eigentlich schwierig sein dürfte, an den jetzt noch ranzukommen. Und zwar ist es I Hate Image vom Free Comic Book Day. Und wie der Titel schon vermuten lässt, ist es halt so, dass sich die Gertrude, die Hauptfigur aus I Hate Fairyland, quer durchs Image-Universum im weitesten Sinne schlägt. Und dabei natürlich auch viele Figuren, bekannte Figuren und Serien aus den Image-Reihen trifft. Natürlich bei weitem nicht auf alle, das ist ja gar nicht möglich in so einem Heft. Aber es werden so viele gezeigt wie möglich, sagen wir mal so. Ja, auch großen Splatter- und Splash-Pages sieht man das dann ganz gut. Das Ganze ist auch erschienen, weil es Image-Comics jetzt schon 25 Jahre lang gibt. So ein bisschen als Jubiläumsausgabe gleichzeitig mit. Man kann gucken, das Ganze gibt es bei eBay und Ähnlichen sicherlich noch, aber muss man dann wahrscheinlich ein bisschen in den Geldbeutel greifen dafür. Ja. Also das ist eine Empfehlung, wer Image-Comics mag und das einfach mal komplett abgedreht sehen möchte. Also das ist zum Beispiel... Das spricht mich sofort an. Also im Gegensatz zu der Little Gotham, ja, hätte ich das sofort, weil das Cover versprüht so viel Anarchie, so viel genau. Scotty Young auf Ecstasy. Das ist wirklich, man sieht hier die Gertrude, wie sie alles kaputt gehauen hat, was Image so zu bieten hat. Invincible, Savage Dragon, von Saga diverse Figuren, Spawn liegt da, also das komplett hier, The Walking Dead, es ist alles zerlegt auf diesen Cover, also es ist wirklich, wirklich großartig und schon allein dieses Cover bereitet mir zeichnungstechnisch mehr Spaß als Little Gotham. Aber das ist natürlich Geschmackssache halt. Ja, und ich weiß auch, dass Scotty Young da, wenn er die alle zerlegt, ohne reinzugucken, dass er da megamäßig Gas gegeben hat. Also da bin ich sehr gespannt. Vielleicht werde ich mal recherchieren, ob es das Ganze noch... normalerweise gibt es bei Comixology dann die Gratis-Ausgaben vom Free Comic Book Day. Und da kann es ja dann in der Tat dann wirklich jeder angucken. Also so war es in den letzten Jahren, dass da sehr, sehr viele Free Comic Book Day Ausgaben auch auf Comixology oder anderen Kanälen zu bekommen waren. Und ich denke, ne, das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, also will nicht wissen, was das Cover hier im Original kosten würde, wenn du es kaufen wolltest. Hier, das ist wirklich geil. Ja. Nicht schlecht, Steffen. Ja, du darfst auch gerne weitermachen, wenn du möchtest. Ja, von cartoonigen Zeichnungen kommen wir hier zu fast fotorealistischen Zeichnungen. Mein Guilty Pleasure quasi
ihr wisst es, Trigan von Mike Butterworth und vor allem Don Lawrence, ist momentan schon der 10. Band erschienen. Und was soll ich sagen? Ich hatte wieder, es war ein reiner Augenschmaus, möchte ich mal sagen. Ja. Auf den ersten Seiten sehen wir hier, wie komplett ein Schiff sinkt, wie im Senat in Trigan diskutiert wird. Denn es ist so, dass auf den Meeren eine neue Gefahr lauert, die das Reich Trigan angreift. Und zwar kommen da aus dem Tiefen der See kommen so eine Art Untertasse mit einem Schlauch dran und ja einem mega scharfen Messer, was, wenn es auftaucht, Schiffe zersäbeln kann, ganze Panzer und da muss natürlich unbedingt was gemacht werden. Und in Trigan wird das gemacht, was immer in Trigan gemacht wird. Wir greifen nicht mit der kompletten Armee und so weiter an, sondern wir schicken erstmal Janno und seine Freunde los, die da auf Mission sind und das Ganze mal genauer beobachten. Hier wird unter anderem Steffen Grinsgrad wird ein Turm zersägt, der eine gewisse Ähnlichkeit zum Eiffelturm aufweist. Und auch Leuchttürme und nichts ist vor diesen Wesen gefeit. Und Janno muss das Ganze dann aufklären unter Wasser. Und da hat Don Lawrence wieder Gas gegeben, zeichnungstechnisch hat, ja, teilweise zitiert er sich selber, hier ist so eine Art Krakenmonster. Mhm. Sowas ähnliches haben wir schon mal von ihm gesehen. Und das ist die erste enthaltene Geschichte. In der zweiten haben wir wieder ein Problem, und zwar heißt das Problem Perik. Perik ist ja der Weise, der Miraculix quasi von Trigan. Und wir wissen ja, dass er selten, er hat immer tolle Ideen und die werden dann alle, es kommt immer zu einer Katastrophe. Und momentan hat er die Idee, den Hunger zu stillen auf dem Planeten, und er entwickelt da ja wie so eine Art Gentechnik. Also es ist ein hochbrisantes Thema eigentlich, was da Anfang der 70er sind, die Ausgaben hier erschienen, schon thematisiert wurde. Er will eine Pflanze vergrößern und die verschleudert dann ihre Samen. Die Samen werden aufgenommen und werden auch gegessen. Leider entwickelt sich das so, dass ein Junge, der eigentlich krank war, diese Samen isst und dann mega schnell wächst. Er ist ja nicht besonders krank mehr, aber ist halt, sieht halt aus wie ein Erwachsener, obwohl er nur wenige Jahre halt alt ist, und es kommt nicht so besonders gut an. Und letztendlich passiert es dann, dass ein alter Feind Trigans auf den Plan gerufen wird. Und mit dieser, mit diesen Pflanzen so rattenähnliche Nager füttert, die dann auch größer werden und dann die Stadt angreifen. Ja, das ist schon erzähltechnisch ganz großes Kino, ne, wie das so in den frühen 70ern war. Ah, ja. Diese rattenähnlichen Wesen greifen dann die Stadt an, fressen die Kornspeicher leer, bringen Häuser zum Einstürzen und, das Reich ist wieder dem Untergang geweiht. Und in diesem Moment will der alte Gegner, ich denke, ihr wisst, dass ich die Loka meine, will dann der alte Gegner die Stadt angreifen und endlich Trigo besiegen, was ihn ja in den ganzen letzten Bänden verwehrt geblieben ist. Mich hat das Ganze erinnert an, da gibt es eine Star Trek-Folge Trouble with Tribbles, wo die Enterprise dann plötzlich von so pelzigen Wesen übernommen wird, bloß dass sie jetzt nicht bösartig sind und beißen, sondern vermehren sich halt rasend schnell und plötzlich alles voller Pelzwesen. Und so ähnlich ist das Ganze hier auch aufgebaut. Ich weiß nicht, was früher war, aber in die Richtung geht das Ganze. Es ist halt wie immer bei Trigan das Problem, oder was heißt der Problem, die Denkproblematik, dass die in gewissen Teilen hochtechnisiert sind. Also da fahren wirklich Schlachtschiffe durch die Gegend. Da gibt es natürlich dann noch Leute, die sich mit Eselskarren fortbewegen oder die so kleine Fischerboote haben oder so. Jetzt kann man natürlich sagen, dass bei uns auf dem Planeten ist das ja auch so. Ja. Ne? Also es gibt durchaus Afrika, Asien oder sowas, gibt es natürlich noch Leute, die, sage ich mal, wenn sie Glück haben, auf dem Esel durch die Gegend reiten und von ihrer kleinen Landwirtschaft was auch immer leben. Hier ist der technische Unterschied aber noch viel, viel stärker. Ne? Also wie gesagt, der Perik fuchtelt hier eigentlich mit Gentechnik durch die Gegend.
Und es ist doch eigentlich wunderlich, dass die Armee von Triggern es nicht schafft, dieser mehr oder weniger Rattenplage da zu entkommen. Natürlich gibt es wieder einen Verräter in der Handlung. Das macht Butterworth auch gerne. Also der Verräter aus den eigenen Reihen ist immer gern thematisiert. Mhm. Aber wie das Ganze zusammenhängt, ich denke, das werdet ihr sowieso lesen. ja. Es gibt aber natürlich noch zwei weitere Episoden. In der einen, da kommen die Leute aus Trigan dann irgendwann auf die Idee, zu so einer Stadt vorzudringen, wo unsterbliche Menschen leben sollen. Mhm. Mit dabei ist ein ehemaliger Gladiator, der so ein bisschen gealtert ist und der jetzt natürlich Möglichkeiten sucht, sich wieder zu verjüngen. Und tatsächlich finden sie diese Stadt, aber leider ist dort nicht alles so, wie sie sich das da vorgestellt haben, und sie werden gefangen genommen. Das Ganze auch wieder sehr zauberhaft dargestellt mit fantasiereichen Fahrzeugen. Manchmal haben die gewisse Anlehnung zu Sachen, die es zu der damaligen Zeit gab. Also hier gibt es zum Beispiel, das sieht aus wie ein Helikopter ohne die Rotoren. Ja, ja, das aber manchmal sind es auch ganz eigene Einfälle, die Don Lawrence oder je nachdem, ob Butterworth die hat, weiß ich nicht, damit einbaut. Und es ist einfach wunderbar zu sehen. Die Handlungen sind eigentlich immer ja relativ einfach, aber man muss halt sehen, es ist von 1971. Ja, also damals war das wahrscheinlich der Shit. Ja, also ohne das, du konntest noch nicht einfach auf eine Mediathek zugreifen und dir 2 Millionen Science-Fiction-Filme angucken, sondern 1971, wie viele Science-Fiction-Filme wirst du gesehen haben zum damaligen Zeitpunkt? Ja, wie viele Monsterfilme wirst du gesehen haben zu diesem damaligen Zeitpunkt? Wie viele Horrorfilme wirst du? Also das war einfach nicht großartig möglich. Ne? Ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, wo das Kinderfernsehen nachmittags eine Stunde ging. Ja. Ich glaube, so von 16 bis 17 Uhr war das angesagt, und sonst gab es nichts. Ne? Wir hatten ja nichts früher noch im Krieg, war ja alles kaputt. Nein, aber es war wirklich, und das ist noch 10 Jahre früher alles passiert. Ja. Ja? Also für diese Zeit ist es einfach ein Quell an Ideen und an Inspiration, die er da verwurstet hat. Auch es ist ja auch an jugendlicheres Publikum gerichtet, ja, gewesen, oder? Ja, das ist aus Look and Learn, das ist quasi so ein bisschen auch in Richtung 12-Jährige gehend, sicherlich so altersmäßig, was da erschienen ist. Und auch die letzte Geschichte kommt größtenteils dann tatsächlich ohne Trigo aus, sondern wir sehen hier wie eine klassische Verwechslungsgeschichte, nämlich ein arroganter, bekannter Kampfpilot aus der triganischen Armee wird abgeschossen vom Feind. Und einige Jahre später taumelt jemand aus dem Dschungel mit dem Dog-Tag, also mit der Erkennungsmarke desjenigen um den Hals, und alle glauben, der große Kriegsheld ist wieder da. Mhm. Das ist allerdings nicht der Fall, sondern jemand hat das Dog-Tag gefunden, und war das sein Bordschütze. Mhm. Also sie ist natürlich auch mitgeflogen, aber der eigentliche Held, der die Fliegerassleistungen gebracht hat, war natürlich, ist tot. Mhm. Im Dschungel. Und da der Mann ziemlich reich war, hat er sich jetzt, kommt er in die Situation, also er hat das nicht von langer Hand geplant, mhm. Ja, er hat das nicht von langer Hand geplant, sondern er taumelt quasi als bärtiger Typ, dem halt so ein bisschen ähnlich sieht aus dem Dschungel, und alle sagen, hey, er ist es, und dann macht er das erstmal mit und stellt fest, da gibt's noch, irgendwann sitzt er halt in dieser Villa, ja, also es ist nicht so, dass er einen perfiden Plan hat und plötzlich, sondern er schlittert da so rein, aber da gibt's noch einen, der viel, viel perfider ist, und zwar ist das sein Butler. Die Episode heißt auch Der gewissenlose Diener. Und man sieht schon auf den ersten Seiten, wo der eigentliche Kriegsheld noch lebt, dass das ein böser Mensch ist. Das kriegt der Don Lawrence ja immer hervorragend hin, dass er die geistige Gesinnung desjenigen sofort auf dessen Gesicht überträgt. Und man sieht, ja, der so ein bisschen schmierige Diener, der da so drin ist, guckt ein bisschen bösartig, und später wird er noch viel, viel durch. So ein bisschen rattenhaftes Gesicht halt, wie er dann aussieht. Da sieht man schon ganz klar, dass das böse ist, und er hat tatsächlich auch die Kohle durchgebracht. Und der Diener kriegt das natürlich früher oder später spitz, dass er das nicht ist, und zieht ihn da in eine Sache rein, wo der arme Bordschütze auch nicht richtig Bock dazu hat. Also es ist eigentlich eine Episode aus Trigan, wo wirklich
die üblichen Hauptverdächtigen wie Janno, der das in letzter Zeit eigentlich größtenteils ist, oder Trigo, wirklich dann am Schluss nur am Rande auftauchen. Ja, sondern ja. Die Handlung wird die ganze Zeit getragen. Es gibt natürlich dann wieder riesige Echsenmonster, die bekämpft werden müssen. Es gibt Flugzeugabschüsse, es gibt ja auch ganze Alben, die sich da mit so Fliegergeschichten da füllen. Gerade im britischen Bereich, da gab es ja eine Menge von denen. Und das hat er hier umgesetzt, aber natürlich so, dass jedes einzige Panel wieder aussieht wie ein komplettes Cover. Ja. Auch da hat er sich natürlich wieder von den aktuellen technischen Sachen überzeugen lassen. Da gibt es Sachen, die gehen in Richtung Starfighter seinerzeit. Da gibt es aber natürlich auch Sachen, die sehen aus ja wie ein Doppeldecker mit einem Düsentriebwerk in der Mitte halt. Und komplett auch die Panzer. Da hat er alles verwurschtelt, was er wahrscheinlich irgendwo gesehen hat. Also ich denke, da würde sich Inspirationen geholt haben. Und ja, auch das wieder in sich abgeschlossen. Ja, das war jetzt, die Serie überrascht mich jetzt nichts mehr in diesen Bänden. Das ist jetzt kein, wo ich sage, wow, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Er benutzt schon, oder die beiden benutzen sehr viele Elemente, die sie schon mal benutzt haben, aber wenn du dich an das erinnerst, was du mit 12 gelesen hast, da hast du auch nicht 5 Jahre lang die Serie gelesen, sondern hast mal da reingeguckt, fandest es gut, fandest es nicht gut. Zu der Zeit sammelst du nicht, und dafür haben sie es wirklich großartig gemacht, auch wenn sich Sachen wiederholen. Also, und für mich ist es wirklich optisch, ist das schon das Cover allein, also das große, große zeichnerische Kunst. Mhm. Ne? Ja. Aber ich sehe schon, ich krieg dich auch damit nicht, ne? Nee, das ist zu spät dafür. Dann hätte ich es wahrscheinlich schon mit 12, 13, 14, was du gesagt hast, lesen müssen. Dass mich das dann heute packen würde. Was ich aber in dem Alter gelesen habe, ist jetzt was jetzt dank einem anderen Janno wieder da ist, nämlich dem lieben Janno von Danny Books, ist nur gut. Die neuen Abenteuer des Großviziers. Da ist jetzt der zweite Band erschienen mit dem Titel Wie der Vater, so der Sohn. Und gut, wer Isengurt kennt, der weiß, er hat nur eine Stelle, nur ein Ziel, nämlich Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Und dabei ist ihm kein Mittel und Weg zu Unrecht oder zu abstrus, das auszuprobieren. Und wobei geht's diesmal? Der Kalif selbst wird aufgrund einer Reise von einem, was waren das, G20, die großen 20 Kalifen oder die großen 20 Herrscher der Welt. Next Top-Kalif. Nee, das ist tatsächlich so ein Treffen der großen Herrscher der Welt, die dann gemeinsam sich treffen, um sich die Bäuche vollzuschlagen, quasi mehr oder weniger. Und da passiert ihm mehr oder weniger das Missgeschick, dass er sich da eine Magenvergiftung zulegt und außer Gefecht ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird jetzt Kalif anstelle des Kalifen? Und er möchte das eigentlich werden. Ist nur gut, er sieht da seine Chance. Kommt aber mit, der große Rat greift dann ein in so einem Fall und sagt, wir müssen gucken, wer sind die direkten Nachfahren von dem Kalifen. Und da wird sich auf die Suche begeben, und es kommt dann auch einer raus, der es wird, und damit kann Isengurt nun wieder gar nichts anfangen. Und er versucht so seine Strategie ist, einfach mal nachzuforschen, wo kommt er denn her? Vielleicht ist er ja vielleicht mit dem Kalifen sogar irgendwie verwandt. Und das führt ihn auf die Idee, nach seinem Vater zu suchen. Und das ist dann die Ausgangssituation für ein weiteres völlig abstruses Isengurt-Abenteuer. Wie man es kennt, wo man sich an einigen Stellen denkt, ja, mach's doch einfach so und dann bist du Kalif. Aber nein, es wird natürlich der größte Umweg genommen, um ans Ziel zu gelangen. Und wie das gelöst wird, ist auch wieder in diesem Band äußerst unterhaltsam und eine dicke Empfehlung. Also es ist einfach nur herrlich gelöst. Also es ist eine dicke Empfehlung für alle, die schon was mit Isengurt anfangen konnten früher und
diese Geschichten jetzt weiter verfolgen möchten. Es ist die nächste Generation hier vom Autoren- und Zeichnerteam, aber die setzen das konsequenterweise fort. Also das ist richtig spaßig. Ja, du blätterst es gerade durch. Ja, es sind einige popkulturelle Anspielungen da drauf. Ne? Ja. Er hat sogar Star Wars hat er hier verarbeitet. Ja, ja, schön. Also ich kenne das Ding ja hauptsächlich aus ja, auch mal andere Zeichenstile von anderen Zeichnern einfach mal zwischendurch. Naja, Le Petit Nicolas, ne? Das ist auch eine Figur, die Cossini sich überlegt hat. Okay. Oder geschrieben hat. Das ist eine Kinderbuchfigur von ihm. Ja, also ja. Durchaus. Wir haben ja auch mal ein bisschen Sachen, die wir jetzt vielleicht nicht in jedem Kinderbuch finden würden, wie Männer in Stripperinnen-Outfit oder sowas, ne? Mhm. Aber hey. Ich glaube, so richtig richtet sich das an Kinder? Nein. Nee. Eher an Altfans von früher. Eher an Altfans von früher, würde ich auch sagen. Ja. Also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt mit dem popkulturellen Inhalt, den man natürlich nur kennt, wenn man so das ein oder andere schon gesehen hat. Es bezieht sich ganz klar auf die Leser von damals, ja, würde ich auch sagen. Weil es spielt auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, dass man die vorherigen Bände kennt. Und oder zumindest Teile daraus. Und ja, es ist, was wollte ich denn dazu jetzt noch sagen? Ja, ja, doch. Und ich spiele auch so ein bisschen durch die vierte Wand hindurch. Also man ist sich an der einen oder anderen Stelle schon bewusst, dass man die Abenteuer hier in Comicbänden erlebt. Also von daher, ja, absolut fantastisch. Kann ich jedem nur empfehlen. Der so auf den alten humoristischen franco-belgischen Stil steht. Sieht tatsächlich auch noch aus wie damals. Mhm. Also das hat er sehr gut beibehalten. Preislich muss ich auch noch mal loben, hier 14 Euro, da denkst du, glaube ich, nicht lange drüber nach für ein Hardcover und die Digital Copy ist auch noch mit dabei. Also das ist schon ein sehr gutes Angebot. Allein das Backcover ist auch schon wiederum ein Augenschmaus, weil man sieht so eine Brücke Art, die aber als Fundament jede Menge ja, Comicbände soll das wahrscheinlich darstellen hat. Ja? Also ja, ist auf jeden Fall schön. Wirklich. Also kann man nicht anders sagen. Ein schöner Comic. Schön, ja. Schön ist das Wort des heutigen Tages. Ja. Sehr schön. Echt? Warum? Nee, also das spricht mich dann deutlich mehr an als dieses Batman-Ding. Ja, ich merke schon, das ist so ein bisschen bei der Qualitätsprüfung aller Priesturm durchgefallen. Wenn es so richtig derbe und bisschen ätzend ist, dann hört sich das an, als wäre es was für mich. Ne? Also man kann sagen, aber 3 von 4 erwähnten Sachen haben dir durchaus gefallen. Ne? Ja, ich muss auch glauben. Jawohl, gut gemacht. Oh Gott. Ich möchte das nicht. Okay, haben wir denn sonst noch was? Ja, mein Paket ist gekommen von Voacons, beziehungsweise dein Paket ist es ja auch, weil du hast ja auch ein wunderbares Trachtman-Variant von Neil Adams bestellt. Trachtman 1 gerade rausgekommen und Voacomics 11 wurde mir auch zugeschickt. Aber dazu werden wir nächstes Mal sagen, Boa Comics bin ich noch nicht dazu gekommen und Trachtman wirst du dir, glaube ich, auch noch mal reinziehen, denke ich mal. Ja. Aber hey, ist... Ne? Ja, Boa Comics dann gerne auch, also dann können wir vielleicht zusammen drüber sprechen. Ja, durchaus. Machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Genau. Also mal ein bisschen Teaser erstellt. Hier fährt gerade einer vorbei, das sieht auch aus, als wollte der Kalif anstelle des Kalifen werden. Ich würde es gern fotografieren. Mach dich bitte nicht lustig über die Leute, du weißt gar nicht, was für ein Schicksal die gebeutelt hat. Es geht mir nicht drum. Es geht nur ums Optische, um die Situationskomik. Ja. Das hat mega gut gepasst jetzt. Na gut, okay. Dann haben wir es diesmal wieder relativ kurz und knackig. Ja. Ja. Ja, genau. Und dann sagen wir an der Stelle, macht's gut. Oh, der Stefan hat schon was voraufgenommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn ich das hören würde. Weil wir hatten nämlich Feedback. Danke nochmal an Henning. Der hat im Panini-Forum Feedback geschrieben. Und an Dex auch. Genau. Und der Steffen hat was dazu aufgenommen. Ja. Aber das habt ihr an der Stelle garantiert schon gehört. Also von daher, macht's gut. Adios.
Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.